Wir befinden uns hier wieder mal am Eingang der Holzbach-Schlucht und heute ist ein typisch Westerwälder Nebeltag. Also wir durchwandern jetzt eine Nebelschlucht. Und am Ende unserer Wanderung steht der Besuch in diesem schönen Holzhaus an. Dort gibt es wunderbaren Kuchen. Ich liebe die Natur und die ständige Veränderung, die man in ihr beobachten kann. Und so schätze ich es ganz besonders, an ein und dem gleichen Ort zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterwegs zu sein, wie heute wieder mal in der Holzbach-Schlucht, einem Kleinod im hohen Westerwald mit einem Hauch von Wildnis. Denn hier in dieser wunderschönen kleinen Schlucht kann man im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter genau beobachten, filmen und fotografieren, wie der Gang der Dinge auf dem Planeten Erde vor sich geht. Langsam.
du isst. Weißt du, so Pflaumenmus oder so. Aber ein Euro billiger. Okay. Also das ist eine Geldquelle. Also hier bezahlst du auch für das Spezielle. Das haben wir uns erst nach dieser 35 Kilometer Wanderung verdient, ne? Ja, fix und fertig. Das ist echt eine anstrengende Rentnertour. Vor allen Dingen für Dänen, die keine Berge gewohnt sind. Genau. Thank you.
Late at night, you can hear them dancing. Anna told me one day, late at night, you can almost hear them singing. Oh, oh yeah, she's older now, but her memory stands still. Yeah, she's older now. Just look up over that hill. Late at night, you can hear them dancing. Anna told me one day, yeah, we hope. She's older now, but the fire still burns. She's older now, but in her heart she yearns to hear them dancing, to hear them sing.